Der Krieg und die aggressive Haltung Russlands, die größten Sorgen bereiten sie wohl in den osteuropäischen NATO-Staaten, also in den Ländern, die einmal zum Warschauer Pakt gehörten oder sogar Teil der Sowjetunion waren. Deshalb sieht man es hier als wichtiges Zeichen, dass US-Präsident Biden die volle Solidarität verspricht. Auch heute hat er das getan beim Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der sogenannten Bukarest-9-Gruppe. Biden sprach von einer heiligen Verpflichtung, die die USA eingegangen seien. Jeder Zentimeter des Bündnisgebietes werde verteidigt. Wenn wir aber mal hinausblicken über den Tellerrand der westlichen Allianz, dann fällt auf, dass es durchaus viele Staaten gibt, die sich nicht so eindeutig gegen den russischen Krieg in der Ukraine stellen. Wir fragen gleich nach, wie viele Länder bei den Vereinten Nationen morgen eine Friedensresolution unterschreiben würden. Doch zunächst schauen wir auf ein Land, das sich bei der Verurteilung des russischen Krieges in der UN-Generalversammlung enthalten hat. Südafrika kooperiert mit Russland sogar militärisch. Richard Klug. Im Hafen von Richards Bay liegt eine russische Fregatte für ein Militärmanöver mit China und Südafrika. Ob Russland wohl eine oder mehrere jener Hyperschallraketen abschießen wird, die das Schiff an Bord offenbar hat, die Russen verneinen. Südafrika weist Kritik an dem Manöver mit Russland und China zurück. Es gelte nicht nur die Meinung des Westens. Die Position der Regierung von Südafrika sollte respektiert werden. So wie wir auch die Position der Regierungen, die eine völlig andere Meinung haben, respektieren. Russlands Außenminister Lavrov wurde hier vor kurzem mit ausgesuchter Freundlichkeit empfangen. Die ehemalige Sowjetunion hatte die südafrikanische Freiheitsbewegung während der Apartheid unterstützt. Die Bevölkerung des Landes ist durchaus gespalten in dieser Frage. Es gibt Befürworter wie auch Kritiker des Manövers. Ja, ich glaube, dass Südafrika richtig handelt. Es besteht auf einer Balance zwischen den Mächten, auf einer neutralen Einstellung. Ich unterstütze Russland nicht. Was sie tun, ist böse. Es stört den Fortgang in der ganzen Welt. Südafrika ist begehrt, zeigen Besuche von Spitzenpolitikern. Auch Bundeskanzler Scholz warb um Südafrika als Verbündeten gegen Russland vergeblich. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck hoffte auf eine Energiepartnerschaft. Bei der Schamoffensive des US-amerikanischen Außenministers Blinken brach es aus Südafrikas Außenministerin Pandor heraus. Ich kann es nicht leiden, wenn westliche Politiker mir sagen, ihr macht das so, wie wir es wollen, sonst passiert was. Es ist alles auch eine Frage der Zeichen, die gesetzt werden. Irina Filatova, in Südafrika lebende, aber in Russland geborene Politologin, meint, Südafrika gehe ein hohes Risiko ein mit der Annäherung an Russland. Aber die südafrikanische Regierung glaubt, Russland und China und Südafrika sind diejenigen, die für eine bessere und gerechtere Zukunft kämpfen. Die Manöver im Indischen Ozean, für Südafrika lang geplante Routine, für den Westen Anlass zur Sorge angesichts des bevorstehenden Jahrestags des Kriegsbeginns.